Viele Menschen in unserer Gesellschaft machen die Erfahrung, dass sie ausgegrenzt werden. Junge Menschen erleben schon in der Schule, dass sie ihre Fähigkeiten nicht entfalten können und keinen Schulabschluss erreichen. Menschen leben in Armut, weil sie keine Arbeit finden, die ihren Lebensunterhalt sichert. Immer mehr Menschen werden am Wohnungsmarkt verdrängt, weil sie die ständig weiter steigenden Mieten nicht zahlen können. Es gibt vielfältige Barrieren, die Menschen an der selbstverständlichen und gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindern. Darauf reagiert der Ansatz der Inklusion zur Verwirklichung von Menschenrechten. Er verlangt, dass die Staaten, die sich zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet haben, geeignete Maßnahmen ergreifen, um inklusive Strukturen zu entwickeln. Dabei steht die Weiterentwicklung von Einrichtungen im Vordergrund, die für ein selbstbestimmtes Leben wichtig sind. Es geht um Schulen, in denen alle Kinder gemeinsam lernen können. Es geht um ein Wirtschaftssystem, in dem alle ein auskömmliches Einkommen erzielen können. Inklusion muss auf allen politischen Ebenen umgesetzt werden. Eine wichtige Bedeutung haben die Kommunen. In ihrem Nahraum erleben die Menschen Zugehörigkeit und Anerkennung. Ein inklusives Gemeinwesen, das den Risiken der Ausgrenzung etwas entgegensetzt, kann unter Federführung der Kommune geplant und systematisch entwickelt werden. Die Planung bezieht alle Einwohnerinnen und Einwohner ein.